Mit dieser Bestie werde ich jetzt arbeiten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator. Ja, wir sind fleißig noch in unserer Session. Folge 3 steht an von unserer Session. Also ja, Folge, ich weiß nicht, ich glaube Folge 20 für euch. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und wir werden jetzt hier fleißig erstmal mähen. Curry ist auch wieder da. Keine Ahnung, ja, was da los war. Ich weiß es nicht. War ein Mythos. So, dann hoffe ich mal, dass ihr recht habt. Mit dem Bronze sieht's aus. Alter, wie weit muss ich denn jetzt fahren? Ja, ich gucke jetzt gerade erstmal gleich, wie man Gras macht. Mhm. Das heißt, Gras schneiden, Gras zettern wohl. Dann kann man irgendwie dann Grasballen machen mit so einer Maschine. Und ja, dann haben wir schon mal Gras, ne? Sieht gerade voll abgefahren aus hier. Der zieht das Zeug so rein und verarbeitet das so komisch. Das sieht echt cool aus. Teile natürlich auch meine Ego-Ansicht. Boah, da geht der Wagen aber richtig schnell voll von. Ich habe schon 10% und ich bin nicht mal die Hälfte der ersten Spur gefahren. Es ist ein langer Weg in Richtung Sägerei. Weil das hier so langsam ist. Achso, willst du jetzt gerade schon abliefern? Ja. Okay, boah, dann bin ich mal gespannt, wie viel Knete wir haben dann. Kannst du mir beim Ernten helfen, Curry, gleich? Das Ding ist, bei mir sind jetzt die ganzen Äste dran und so. Ja, ist ja egal. Oder? Ich weiß es nicht. Einfach mal gucken, aber bis ich da bin, das dauert eine halbe Ewigkeit. Ja, ja, kein Stress. So, was wir später auf jeden Fall auch holen müssen, ist so ein größerer Anhänger, wo wir Sachen reinladen können. Dann brauchen wir nicht mal 3 Millionen mal fahren. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen größeren Kipper. Aber wir brauchen noch ein paar andere Sachen gleich. Wenn wir jetzt das mit der Viehzucht richtig machen wollen, dann eigentlich, wie gesagt, brauchen wir dann diese Futtermischung. Ne? Und dann brauchen wir eigentlich diese drei Rohstoffe. Dann sag, was du machst. Dann hol's. Das ist erstmal eine Sache. Bitte nicht mein. Wer auch immer mein Trecker da hat, bitte nicht wegnehmen. Weil den brauche ich jetzt, oder derjenige kann gerne hier hinkommen und die Ladung mitnehmen. Das geht auch natürlich. Wer war denn da im Trecker gerade drin? Bronze? Ne, ich bin in meinem Trecker. Du? Ich habe nichts geswitcht. Okay, hat es gerade noch angehört. Weil ich das hier gleich wegbringe, weißt du? Eins nach dem anderen, Freunde. Wir machen jetzt erstmal Gras dann, ne? Ja, wir haben ja genügend Felder übrig, ne? Ja, du kannst hier einfach irgendwo was weggrasen, glaube ich. Das gucke ich gleich mal eben. Okay. Müsste eigentlich gehen. Also ich werde in dieser Folge damit beschäftigt sein, hier ein bisschen das Zeug hier abzubauen und wegzubringen. Wo bringe ich den Weizen hin? Auch wo ich den ganzen Kram hinbringe? Das kannst du eigentlich erstmal ins Silo packen. Dann können wir das, wenn es dann höher geht, verkaufen. Können wir auch machen. Haben wir das mit dem Mais auch gemacht? Ja, habt ihr den dann rechtzeitig verkauft oder ist der noch da? Der ist noch da. Also. Toll! Was denn? Das war doch noch nicht im Angebot oder es ist doch noch nicht gestiegen zu der Zeit. Guck mal, Dennis, wir brauchen auf jeden Fall auch Strohballen, ne? Aus Stroh. Ich weiß nicht. Strohballen aus Stroh. Ja, aber kann man das nicht irgendwie dann bei dem Weizen da irgendwie? Ich weiß ja nicht, wie man das so macht. Oder wie man dieses Stroh gewinnt, aber das ist halt die Frage, ne? Ja. Ja, dann müssen wir noch alles herausfinden, ne? Naja, wie gesagt, Viehzucht ist richtig umfangreich. Ne? Wir müssen dann eigentlich diese drei Sachen, dann drei Rohstoffe produzieren und dann können wir dann eine Futtermischung herstellen und dann können wir damit dann quasi die Kühe ganz locker füttern, weißt du? Wir können die Kühe auch so füttern, aber das bringt dann, glaube ich, nicht so viel. Mhm. Aber gut, machen wir mal eins nach dem anderen so. Genau. Ja, Bronzer, dann konzentrier dich mal ein bisschen da drauf. Guck mal, ob du das hinkriegst. Dann hat der Curry sein Holz. Ich mach das hier gerade. Dann wäre man ein bisschen produktiver so, weißt du? Ja. Wenn das okay für dich ist.
So, pass auf, ich habe auch hier auf jeden Fall schon auch eine Sache, die du dir mal eben angucken kannst. Ja. Wir brauchen, wenn du im Menü über Shop unter Ballentechnik, gehst du auf Ballentechnik. Ballentechnik, dann, ja. Genau, da sind zwei Maschinen, weißt du. Und eine von diesen beiden Maschinen müssten wir uns eigentlich mal holen, weil damit können wir Gras und Stroh. Ja, welche Stroh brauchst du denn? Oder Heu in handliche Ballen dann machen. Tja, keine Ahnung, eins von den beiden, die sind eigentlich gleich. Ja, welche denn? Wie heißen die denn? Der linke, der Big Baller 1290, der hat irgendwie 90 kW. Ja, ja, ich sehe gerade. Denk mal, dass der dann vielleicht besser ist oder so. Keine Ahnung. Warum ist der andere denn teurer? Keine Ahnung, ey. Vielleicht kleiner oder handlicher. Okay, ich kaufe den jetzt bei uns, dann musst du den mit deinem Trecker beim Dings abholen. Dann brauchen wir aber noch, wir brauchen bald echt einen Laster, weil, guck mal, wir holen jetzt zum Beispiel, wir brauchen ja dann auch noch den Ballenwagen, dient vor allem Transport von Ballen, ja, 12.000. Und dafür brauchen wir ja, guck mal, wie groß der Anhänger ist, ja. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen müssen. Ich kaufe den jetzt mal, ne? Ja, also den brauchen wir auf jeden Fall, ja, wenn wir dann kannst du abholen. Heuballen und Grasballen machen wollen. Das holt der Curry jetzt gleich wieder rein mit seinem. Bin mal gespannt. Hoffe, ich muss das jetzt nicht auch alles abholzen. Eigentlich nicht. Muss jetzt abholen beim Händler Bronze, ne? Ja. Das ist nun die Frage, wir brauchen ja jetzt noch was, um das Gras zu schneiden. Was war denn das nochmal? Zetter, genau. Zetter war das doch, oder? Ein Zetter wird zum Wenden von Gras benutzt. Genau, das brauchen wir auch noch. Das kostet... So, ich lade gerade hier auf. Kostet 10 und, oder 27.000. Okay. Ja, Dennis, dann musst du gleich nochmal bei Zetter im Menü auf Zetter gehen. Ja, mach ich. Zetter wo? Und dann, ach, da unten. Und dann? Unten rechts irgendwo. Und dann brauchen wir einen von den beiden. Ich weiß nicht, welcher jetzt besser ist. Der ja, rechte, ich hole den direkt halt für 27.000. Komm, dann investieren wir direkt mal. Habe ich. Kannst du auch abholen. Gut, den brauchen wir dann. Den hole ich jetzt mal den, wende mal ein bisschen Gras und versuche das dann mal zu Heuballen zu machen, beziehungsweise Grasballen. Das ist dann schon mal der erste Schritt. So, ich guck dann mal ganz kurz. Zuckerrüben ist gerade hochgegangen, Curry. Aber Mais. Nee, haben wir jetzt. Was haben wir denn? Was ist denn das, was ich gerade abgebaut habe? Ist das Körnermais, ne? Ja, das ist Körnermais, genau. Körnermais. Das hier, das ist kein Mais, oder? Das hier ist das nicht Weizen oder so? Also, nee, Mais? Das große ist Mais. Okay. Das ist, da haben wir aber 18.878 Liter auf dem Lager, Leute. Da können achso, wir die, das ist Mais, stimmt. Können wir die Fuhre, die ich jetzt habe, ruhig schon wegbringen. Weil ich glaube, so viel können wir nicht mehr ins Lager packen. Ja, dann verkauf. Ein paar Sachen zwischendurch, ne? Das hier hinten ist Weizen, ne? Ganz links. Da können wir vielleicht noch dann irgendwie Stroh mal rausmachen oder so. Curry, aber wo soll ich das am besten? Soll ich das einfach hier bei... Okay. Ja, wie gesagt, wenn wir zu viel haben oder auf Halde, dann kannst du ja auch direkt verkaufen, ne? Das ja, ist mach das ich Problem. Jetzt. Ja. Immer wieder ein paar tausend Euro da. Fahr ich mal nach... Hier muss ich jetzt nach Getreidespeicher fahren wieder, ne? Ja. Ja. Oh, Curry geht gerade verkaufen, oder? Ja. Sag mal, wenn ja, du alles weg hast. Du musst auch den Zug. Ja, du musst auch den Zug wegschicken, ne? So, die Sachen sind beim Shop, ne? Ja. Kannst du, glaube ich, vielleicht einen vorne dran kuppeln ans hinten. Wenn du Glück hast. Ja, gucken. Okay, wenn du fertig bist, kannst du mir helfen hier. Geht halt ein bisschen schneller. Dann geht halt ein bisschen schneller, weißt du? Bin mal gespannt, ob man dann die Kühe auch direkt damit füttern kann. Ja. Dito. Bin ich auch mal gespannt, ob das alles so klappt. Ich denke aber mal, dass wir noch viele Sachen benötigen, weil, keine Ahnung, das erscheint mir alles noch so unvollständig, ne?
Ja, aber wir müssen ja Schritt für Schritt, ne? Ja, ja, klar. Okay, ich hole jetzt erstmal hier die Zetta-Maschine. So, jetzt haben wir 185.000. Hast du den Zug schon weggeschickt, Curry? Ah ne, du bist immer noch mal bleiben, merkt halt. Ich habe noch tschiki-ding, tschiki-ding. Weil später müssen wir, glaube ich, auch diese Heuballen müssen wir dann auch verladen. Dann brauchen wir irgendwas, wo wir das... ja, da brauchen wir einen Teleskoplader für. Einen Teleskoplader? Ja, da brauchen wir den Truck für. Ja, LKW und so eine Heuballenstation wäre ja ganz gut. Aber das kriegen wir, also wenn wir das mit den Baumstämmen nochmal alle machen, kriegen wir das alles locker ganz schnell hin. Ja, man muss aber wirklich ein bisschen Geduld haben bei diesem Let's Play. Auch der Zuschauer, der sagt dann wahrscheinlich wieder, nee, ich hab wieder Holz. Aber muss man ja machen, sonst läuft der Laden nicht. Ja, ja. Weil der LKW kostet, glaube ich, 230.000 oder so, ne? Ja, aber bevor wir den kaufen... Ja, ja, erstmal die anderen Sachen, klar. Aber ich meine nur, wenn wir den holen sollten. Ja, ja, der ist nicht so... Zum Vergleich, meinte ich jetzt. Das ist halt so, ne? Also ich meine, wir bauen unser Fuhrpark langsam aus und jede Maschine, die wir kaufen, ist halt dann da, ne? Das ist ein Gewinn. Oh. Da warte mal, wie viel haben wir denn hier noch drin? Ach, der ist leer. Okay, dann kann ich ja hier weitermachen. Genau, Ernte einschalten, let's go. Wir können natürlich auch einen Helfer anstellen, aber der kostet ja Geld. Hast du den Zug weggeschickt, Curry? Nee, nee, mir war Baumstämme daneben gefallen. Ich muss gerade einsammeln. Also sag mal, wenn du kurz bevor den Zug wegschickst, sag mal Bescheid, ja? Ja. Aber jetzt haben wir gerade wieder 200.000 auf dem Konto. Also es geht gerade wieder richtig gut. Die Kosten, die wir jetzt hier gerade für die Fahrzeuge für den Bronze da investiert haben, haben wir jetzt schon wieder rausgeholt. Ich stell die Maschinen mal eben hier ab. Schon krass, ne, im Vergleich zu den ersten Folgen, wie viel Geld wir jetzt so haben und das ohne Kredit und alles. In der ersten Folge sind wir pleite gegangen in der ersten Runde, da. Aber ich finde, die haben die Forstwirtschaft auch relativ einfach gestaltet, ne. Guck mal, wir brauchten nur so einen Anhänger da mit so einem Kran da kaufen, dann eine Säge und dann haben wir direkt angefangen, da die Bäume abzufällen. Naja, klar. Das war schon ganz gut. Wir werden aber die zwei Anhänger, die wir gekauft haben, bald mal verkaufen. Und dann den richtigen, dann kann jemand noch effektiver mit dem Holz arbeiten, weißt du? Dann sind wir da noch schneller später. Ja. Der kostet, glaube ich, 300. Ja, ja, ich glaube, der kostet 300.000 oder so, ne? Aber du bist dann halt zack, 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 zack. Weißt du, dann kannst du nämlich viel, viel schneller arbeiten und auch logischerweise den Wert, also die Einnahmen doppelt so schnell reinholen. Na klar, dann produktiver dann. Das war eine teure Investition, aber lohnt sich ja im Endeffekt. Aber ich meine, an sich ist es ja auch gut, weil dann haben wir das Gerät auch mal gezeigt in unserem Let's Play hier, ne? Ist ja auch nicht schlecht. Das ist aber eine riesige Maschine hier, ey. Dauert aber noch ein bisschen. Alter, ey, weißt du, wie groß die Maschine ist, die du gekauft hast? Ja? Die ist fast doppelt so groß wie der Traktor hier, weißt du? Aber du kannst dich beide ankuppeln, du musst zweimal fahren, ne? Nee, nee. Oh. Also wenn da keine großen Heuballen rauskommen, dann weiß ich auch nicht. Jetzt schicke ich mal den Zug weg. Ja. 3, 2, 1. Kuklo schicken. Hau Rinder, altes Haus. Das ist immer ein Maschinchen hier. So. Oh, der Traktor kommt an seine Grenzen hier. Ja, die müssen wir bald auch mal verkaufen, ey. Also wir müssen auch sehr, sehr viel kaufen und verkaufen und bla. Ja. So, wir können gar nicht drüber fahren. Ich dachte, das geht. Ja, man kann. Der Zug ist weg, Curry, ne? Kaufen kann man immer, ne? Ja, und wer sagt, ey, ich will unbedingt den Landwirtschaftssimulator haben? Ja, ich lese ja immer öfter die Fragen so, wo kriege ich das Spiel her und so. Ich verlinke die Games immer unter diesem Video, könnt ihr euch auf jeden Fall bestellen, falls ihr möchtet. Oder auch woanders, gibt es natürlich auch andere Shops, ja. Einfach abchecken. So, weiter geht's hier.
Also Alter, Links findet ihr immer in der Beschreibung unter diesem Video, auch zu Facebook und so. Das wollte ich noch gesagt haben. Fahr hier mit 10 km/h hoch. Na gut, also die Maschine ist auch ein bisschen krass, ne? Kann man auch nicht anders sagen. Aber gut. So, ich mach den Anhänger gerade wieder voll. Hätten wir vielleicht doch die kleinere vielleicht holen können. Aber wie lange braucht der Zug denn, Alter? Wir haben immer noch nicht mehr Geld bekommen. Guck mal hier, Dennis, das ist diese Maschine, weißt du? Guck mal, wie groß die ist, ey. Ach du Scheiße. Die ist ja fast so groß wie deine. Ja. Deine Maschine da. Wir reden noch vom Spiel, oder? Ja. Was zum Teufel? So. Okay, wenn du wieder hier bist, kannst du mir ein bisschen helfen. Ja, das mache ich doch gerne. Ja! Also das Geld vom Zug irgendwie ist weg. Keine Ahnung, haben wir bis jetzt nicht bekommen. Oder wir haben es bekommen und ich habe es nicht gesehen. Zetter wird zum Wenden von Gras benutzt. Jetzt gibt es ja noch die Mähwerke, ne? Mähwerke können Gras schneiden. Das ist ja wahrscheinlich dann noch was anderes wie zum Wenden von Gras, ne? Das ist nur die Frage. Was ist jetzt mit Wenden von Gras gemeint? Schneiden ist ja eigentlich klar. Versuch das einfach mal zu wenden, was dann passiert. So. Bist du Curry? Ich komme jetzt zu euch gefahren. Okay. So, ich habe das hier schon mal alles weg. Gehe ich jetzt auch noch verkaufen. Langsam wieder doch. Ja, langsam, langsam. Weißt du, was du zu tun hast, Bronze? Nee, noch nicht ganz. Ich habe jetzt hier die Maschine am Start. Mhm. Damit kann ich irgendwie das Gras dann bearbeiten. Aber ich weiß erstens noch nicht genau, welches Gras und ob das jetzt irgendwie gepflanzt sein muss im Vorfeld vielleicht sogar. Oder ob das einfach hier dann irgendwo abgemäht werden kann. Das ist jetzt, weiß ich nicht. Und wie gesagt, ob ich das dann noch vorher schneiden muss oder so, das ist noch eine andere Frage, ne? So, da sind wir. Was ist das denn? Ach, da kommt das Heu raus wahrscheinlich, ne? Alter, was ist das denn? Was hast du da an der Angel? Ja, das ist das, was ich meinte, diese Maschine. Damit kann ich das. So, wir haben jetzt 208.000. Ich wollte mal kurz was nachgucken, was denn dieses Mördergerät da hinten kostet. 317.000, okay. Da müssen wir noch ein bisschen ackern für. Muss da nochmal nachlesen, ey, in der Helpline. Das ist jetzt fragwürdig. So, hier werden sauber machen. Mein Arbeitsgerät. Hochdruckreiniger ist angeworfen und ab geht die Spitzerei. Was? Von Ponze hier. Curry, womit muss ich das nächste jetzt abbauen? Ich weiß es nicht. Von dem roten Ding. Vom roten Ding.
Dass hier liegt, oder was? Oder wie? Warte mal, ich mach mal eben den Hut des Reiniger aus. Hier, Dennis, wir brauchen noch ein Mähwerk, das Gras schneidet. Das nicht. Ein Mähwerk, wo findest du das Mähwerk denn? Das ist in der Mitte bei Kaufmenü, Mähwerk. Da steht dann auch Gras schneiden. Brauchst nicht so viel Geld ausgeben. Und dann, ja, und dann können wir das halt mit einem Schwader in Reihen büscheln, bla bla bla. Und dann. Guck gerade nochmal. Rübenernte. Ja, und dann müssen wir das mit einem Zetter wenden, damit es schneller trocknet. Okay. Okay, dann kannst du abholen. Das Mähwerk da holen. Ja, genau, langsam da, wo ich jetzt vorstehe hier, das musst du ankuppeln. Ich komme zu dir, warte, Curry. Ja, ich stehe hier drauf. Das musst du einfach ankuppeln und dann losfahren. Wahrscheinlich. Das ist für die Zuckerrüben oder was das ist? Ja. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das ist Raps. Ich guck mal gerade. Das ist auf jeden Fall für die richtige Art. Ich weiß nicht, ob das mit dem Teil geht, das kannst du mal probieren. Das muss, glaube ich, hinten an den Trecker dran. So, es geht wieder ab zum Shop hier. Ich mache in der Zeit schon mal meinen Kran sauber. Zack. Und ja, weiter cool, geht's. Hast du ordentlich was gebracht für die Firma hier mit dem Holz da, oder? Joa. Hätte es auch noch weitermachen können, aber als ich gerade, da waren halt wieder die ganzen kleinen Stöcker dran, die Äste und so, deswegen war das ein bisschen problematisch. Das heißt, ich brauche den Trecker dafür. So, jetzt haben wir hier ein Mähwerk. Ja, bei uns auf dem Betrieb wird auch um 22.39 Uhr noch geackert. Ja klar, was noch? Vorne am Trecker oder hinten, Curry? Ich glaube hinten. Aber wo soll ich denn das... Das Frage ist ja, wo sammle ich denn das Zeug dann? Ja, das ist... warte mal. Also hier steht nur Rübenernte. Dieser Krautschläger entfernt das Kraut, bevor die Zuckerrüben... Ach so. Was denn? Dieser Roder gräbt die Zuckerrüben aus dem Boden. Diese Maschine kann erst nach dem Krautschlagen eingesetzt werden. Wir brauchen dann noch diese... Wir brauchen dann noch diesen Rootstar 604. Wo kriege ich aber 88.000. Woher kriege ich den? Rübenernte heißt die Kategorie. Rübenernte. Wir brauchen halt erst dieses Teil, was wir jetzt schon haben, um den Kraut zu entfernen und dann... Aber was ist denn Krautschlagen? Das machst du ja dann jetzt mit diesen Teilen. Ja, das Ding ist geholt. Haben. Alter, wir sind bei Pleite wieder, wenn es so weitergeht. Ja, du musst das ja erstmal umschlagen, ne? Das Kraut da. Ja, und dann brauchen wir noch das Ding. Also, das musst du dann ankuppeln, dann sammelst du dann halt die Rüben, glaube ich. Also, dann führt er die wieder die da raus aus dem Boden. Natürlich extrem teuer, die Rübenernte, aber gut, es ist halt dann wieder was anderes, ne? Ja, hoffen wir mal, dass sich das lohnt, ne? Ja. So. Kran wäre fertig. Nehmen wir den ab irgendwo. Vorne. Ich hoffe immer, dass ich die Ernte hier gerade nicht kaputt macht, Curry, ne? Warum? Das muss doch so. Ja, ja. Nur sagt. Also ich habe absolut keine Ahnung. Curry, du könntest ja eigentlich mal. Ach, wir haben keinen Trecker gerade, ne? Sonst hättest du ja hinterherfahren können. Zum Ausprobieren. Bevor wir die ganze Ernte hier zerstören. Hinterherfahren können. Ist egal. Zerstören? Das steht doch da. Hier, Rübenernte. Dieser Krautschläger entfernt das Kraut, bevor die Zuckerrüben geerntet werden müssen. Können. Ja, dann mache ich noch eine Partie und dann fahre ich zum Shop und hole das mal ab, um auszuprobieren. Ja. Achso. Ja, da sind die Rüben, ne? Frage, wo habe ich denn jetzt hier Gras? Hinten. Ja doch, das sieht doch richtig aus.
Blätter okay. sind dann weg, siehst du? Guck, da sind jetzt nur noch die Rüben. Dann pass auf, dann fahre ich ihm zum Shop und hol das Ding mal ab. Ich kann auch einen neuen Trecker holen für dich, Curry. Dann ist zwar unser Einkommen ein bisschen reduzierter, aber wir sind da ein bisschen... Also dann hat jeder einen Trecker so, weißt du? Mhm. Wie viel haben wir denn jetzt? Haben wir jetzt zwei Trecker so, oder ja. was? Oder drei bauen wir auf jeden Fall. Aber so ein neuer Trecker ist dann wieder extrem teuer. Ja, eigentlich müssten wir wieder Holz abbauen gehen sogar. Aber ich komme mit dem Scheißgerät nicht klar. Sollen wir nachher mal gucken. Okay. Dann kann ich jetzt halt schon mal was anderes machen. Alter, was ist das denn für eine Riesenmaschine? Was denn? Muss ja gerade so ein Gerät kaufen hier. Es wird alles größer und größer. Es wächst und gedeiht. Ich mal ein Bild davon machen eigentlich. Oh, alter Monstrum. Okay. So, jetzt hier wird, glaube ich, echt das Gras gerade geschnitten. Ja, ja, das sieht gut aus. Da muss er das doch noch aufsammeln, oder? Ja, ja, da musst du echt noch ein paar Sachen dann machen irgendwie, was. Oh nee, es ist schon. Es sind so ein paar Arbeitsschritte. Was traurig ist, die Kuh bringt uns nur 2000 pro Tag, ne? Das habt ihr schon verstanden, oder? Aber umso mehr Kühe, umso besser, ne? Also es ist ja ein leichter, ja. leichter Verdienst, wenn du da 30 Kühe hast und jeder bringt 2000. Das Ding ist halt, wir müssen die halt füttern. Und ich glaube, wenn wir die dann richtig mit der richtigen Tiernahrung dann füttern, dann bringen die halt am meisten Kühe, ne? Ja. Und das ist, glaube ich, so das Ziel, was man hier anstreben muss bei der Viehzucht. Dass man da halt die perfekte Dings hat. Diese Kombination aus den dreien, weißt du? Mhm. Muss mal ganz kurz. Achso, sorry. So, jetzt habe ich mal hier was vorgeschnitten und dann bin ich ja mal gespannt gleich, ey. Wie das dann weitergeht hier mit dem Gras. Ein Gras. Mit dem Gras. Machen wir ein bisschen die Zeit beschleunigen, damit wir wieder mal ein bisschen hell haben hier. Ja, eine sehr gute Idee. 23.30 Uhr. So, einmal wieder drehen. Alter, ich bin 2015 dann oben. Die Zeit, die fliegt. So, zack. Oh, alle mein Spiel.